Hallo, liebe Leute. Heute erreicht mich eine Anfrage von einem Freund, der immer wieder das Problem hat, Formeln umzustellen. Und ich versuche es mal so auf meine Art und Weise, das kurz zu beschreiben, weil das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir in NTG betriebssicher sind. Und die Formel heißt jetzt P mal T durch V. Ist gleich P2 minus P1. Nun kann man sich anhand der physikalischen Größen überlegen, wie man Formeln umstellt, aber ehrlich gesagt bin ich da ein kleines bisschen analytischer und versuche das einfach mathematisch zu lösen. Zunächst bleibt natürlich erstmal die Frage, wonach suche ich denn eigentlich? Und die Frage ist hier, stelle mal bitte die Formel nach P1 um. Das heißt also, gesucht. Schreibe ich selten, aber hier macht es wirklich Sinn. P1. Nun ja, wir haben ja gelernt, dass wir immer das Gegenteil von dem tun sollen, was da steht. Und vielen Teilnehmern fällt es ja tatsächlich auch schwierig zu erkennen, mal und geteilt und minus und plus und so weiter, was geht vor. Man kann sich im Prinzip Folgendes immer vorstellen, dass dieser Bruchstrich wie eine Klammer wirkt. Und ich versuche das mal so ein bisschen einfach farblich anzuordnen. Das heißt also, wenn die Klammer hier das hier irgendwie alles fest zusammenhält, dann ist das praktisch wie eine Zahl. Und wenn das eine Zahl ist, dann wird da weder geteilt noch gemalt oder sonst irgendetwas, sondern jetzt sehe ich eigentlich, das könnte hier im Ergebnis irgendwie heißen 10. Und das schreibe ich mir jetzt mal zum Beispiel in Orange daneben, damit ich sehen kann, wenn du in Zahlen rechnen würdest, dann bedeutet das also, dass die 10 soll praktisch der Wert in der blauen Klammer sein, der sich jetzt irgendwie aus diesen einzelnen Rechengrößen ergibt. Ne? Könnte man doch sagen, diese 10 soll sein 10 mal 2 geteilt durch 2 oder sonst irgendwas ist gleich. Und jetzt kann man ja überlegen, ich soll da was abziehen, dann wäre das zum Beispiel 15 minus 5. Und da wird jeder Mensch sagen, ja, was soll der Schwachsinn, ist ja 10. Ja, genau, das ist ja der Trick bei einer Gleichung, dass die linke Seite eben genauso groß ist wie die rechte. Und an Zahlen kann ich es eben top nachvollziehen, denn wenn ich es ausrechnen kann, sehe ich ja, dass diese linke, in Klammern blau stehende 10 der 10 auf der rechten Seite entspricht. Und das bedeutet, das ist eine wahre Aussage. So gehen wir immer da zu Werke. Eine wahre Aussage. Und das ist eben das mathematische Denken, was man sich hier vielleicht so ein bisschen antrainieren kann. Aussage. Gut, hast du sehr schön erzählt. Aber mich interessiert natürlich jetzt nicht, was in Zahlen ist, sondern ich will ja wissen, was dieses P1 hier ist. Und naja, an den Zahlen kann ich es vielleicht besser erkennen. Das heißt, dadurch, dass die blaue Klammer alles festhält und ich das positive Ergebnis sehe oder haben möchte, hier aber sehe, dass minus 5 am Start ist, wäre für mich natürlich jetzt erstmal die erste Überlegung. Denn ich kann ja jetzt hier nur diese beiden Größen verarbeiten und dann wird es vielleicht einfacher. Ich mache da einfach meinen Arbeitsstrich und sage, gut. Damit es eine wahre Aussage bleibt, muss diese minus 5 irgendwie auf die andere Seite. Und wenn die auf die andere Seite geht, dann steht ja hier nur noch 15. Weil das bleibt ja für sich dann hier auch alleine stehen. Das heißt also, mir ist schon mal vollkommen klar, wenn ich dieses Minus haben will, dann muss das positiv auf der anderen Seite dazugezählt werden. Also das Gegenteil von dem, was da steht. Und das bedeutet hier plus 5. Dann fällt die 5 hier weg, weil mathematisch gesehen, auch das schreibe ich jetzt ein einziges Mal nur hin, damit man das wirklich nochmal sieht. 10 ist ja der Wert in der blauen Klammer gewesen, also der hier, blaue Klammer. Und jetzt schreibe ich mal diese plus 5 auch nochmal in einer anderen Farbe, von mir aus hier in blau, damit man sieht, wo die abbleibt. Dann muss auf der linken Seite plus 5 stehen. Jetzt näher nicht mit den Farben durcheinander kommen. Ist gleich,
Und jetzt schreibt man ganz allgemein zunächst mal hin, 15 minus 5 hat ja dort gestanden. Das war ja der Wert auf der rechten Seite. Aber wenn ich jetzt einfach willkürlich sage plus 5, dann muss ich es doch auf der rechten Seite genauso tun. Und dieses Gleichwertigkeitsprinzip, das ist hier quasi hinterlegt. Und ich brauche jetzt echt kein Prophet sein und kann sagen, aus diesen beiden Größen wird 0. Einverstanden? Schreibt kein Mensch so mit, weil viel zu langatmig alles. Aber auf der linken Seite bleibt dann natürlich über. Der Wert aus der Klammer hier ist immer noch 10. Also wenn man es jetzt ausrechnen würde, dann hätte man tatsächlich jetzt hier 15. Aber in den Formeln kann man nicht rechnen. Das ist ja das Leidige. Das heißt, ich will ja immer noch diese 5 alleine haben, von der ich hier gesprochen habe. Denn das wäre ja der Wert äquivalent in diesem ganzen Gebilde. Also nur in Zahlen ist es ein bisschen komischer, wenn es denn so abstrakt scheint. Diese 5 suche ich. Ja, ist doch klar, dass dann dieser Klammerausdruck auf der anderen Seite verschwinden muss. Macht jetzt im Moment natürlich als auch ein bisschen Sinn und sagen, wenn hier Plus steht, frage ich mich natürlich auch sofort, was steht denn bitte schön auf der, vor der Klammer, Plus oder Minus? Und wir schreiben grundsätzlich das Plus dann gedanklich zumindest davor, denn negative Werte hätten hier wirklich explizit ausgewiesen werden müssen. Boy, jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht. Also, wenn du nicht so blöd geschrieben hättest, hätte ich es vielleicht sogar tatsächlich verstanden. Also, 10 in der blauen Klammer mit Plus vorweg und dieses eigentlich gesuchte, die gesuchte Größe plus 5 ist gleich, naja, 15. Das können wir in Zahlen ja rechnen. Kein Problem, weil die 0 brauchen wir nicht mitschreiben. Da ich die blaue 5 ja will, muss ich jetzt das rüberholen. Das mache ich natürlich, indem ich jetzt das Gegenteil von dem da mache, was da vorne steht. Das heißt also minus blaue Klammer, egal was da jetzt drin steht, ist ja praktisch auch nur ein Zahlenwert. 10, Klammer zu. Und das, was auf der rechten Seite passiert, passiert ja jetzt auch auf der linken Seite. Also plus 10, minus 10 ist 0. Und übrig bleibt eigentlich nur noch die plus 5, also positiv will ich sie haben. Ich hätte es natürlich auch negativ ausrechnen können, aber wir wollen das positive Ergebnis. Ist also nichts anderes als 15 stand doch dort, minus 10, aber eben in der blauen Klammer. Und das übertragen wir gleich alles mal so ein kleines bisschen auf unser Formelgebilde. In Zahlen schien mir das jetzt irgendwie rechenbar nachvollziehbar, weil hier sind ja keine Zahlen drin. Und das versuche ich jetzt mal tatsächlich im Prinzip hier mit Schwarz an der Formel nochmal nachzuvollziehen. Und ich glaube, das muss ja funktionieren. Das in Zahlen übertragen auf das oder umgekehrt spielt keine Rolle. Also, ich sehe, linke Seite in Klammern hält zusammen, wegen dem Bruchstrich. Ich sehe vor dem P2 hier ein Pluszeichen, was wir nicht mitschreiben. Ich sehe das Minuszeichen. Also, weil ich den positiven Druck will hier an dieser Stelle, oder dieses positive P1, muss ich das Gegenteil von dem tun, was da steht, also plus P1. Dieses Spielchen schreibe ich nicht, also geht es auf die andere Seite. Es steht jetzt blaue Klammer mit allem, was dazugehört, egal was da drin ist. Und mit Plus und Minus, egal, weil es ist ja die gesamte linke Seite, also P mal T durch V, blaue Klammer zu. Das ist ja nun auch nichts Neues, das war ja schon da. Plus P1 als gesuchte Größe ist dann, also geht rüber mit Plus und dann bleibt da P2 positiv stehen. Richtig? Jupp. Jetzt will ich P1 alleine haben, also muss die blaue Klammer rüber marschieren mit minus blaue Klammer. Naja, weil hier vorne steht Plus davor, wie eben auch schon beschrieben. Und übrig bleibt dann logischerweise P1, und zwar positiv P1, ist gleich P2 minus P mal T durch V. Und ehrlich gesagt spielt es jetzt keine Rolle mehr, ob ich das nun in Klammern schreibe oder nicht. Gerechnet hätte ich es natürlich jetzt erstmal so, aber das ist eigentlich doppelt gemoppelt. So dass man dann hier natürlich logischerweise die Klammer auch nicht mitschreiben muss, weil je mehr in so einer Formel drin steht, desto unübersichtlicher wird es. Also
Als Endergebnis hätten wir positives P1, P2 minus P mal T durch V. Und ich glaube mal, wenn man sich das so ein bisschen anhand von verschiedenen Beispielen mal so ein bisschen eintrainiert, leichtes Spiel will ich nicht sagen, aber dann gewöhnt man sich dran und dann ist das auch nicht mehr komisch. Ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.